Und somit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von My Time at Porsche. Wir sind am vierten Tag, vierten oder fünften, und heute werden wir, weiß ich noch gar nicht, was wir heute machen. Ich denke, wir werden in die Mine gehen und etwas Erze farmen und ich muss noch schauen, was die Mission ist. Ich glaube, wir sind immer noch an der Brücke. Es ist mittlerweile halt eine Woche her und ich habe noch in der anderen Session etwas weitergespielt. Zuerst allerdings muss ich noch den Sound etwas runterstellen, da es für mich zu laut ist. So, das Voiceover lasse ich weiter oben. So. Ja, das ist besser. Also, ich schaue kurz in den Missionen nach. Wir müssen... Okay, wir haben einige Missionen. Wir müssen immer noch die Brücke bauen. Die Cooper Blades. Aha. Und wir müssen immer noch den Doktor kennenlernen, damit wir diese Mission auch beenden können. Ah, hier haben wir sogar schon die Cooper Blades, das ist sehr gut, dann können wir die gleich abgeben. Und zwar... Wie heißt dieser Mann? Pauly! Genau. Ja, ich denke, wir geben diese gleich Pauly ab. Ich nehme an, Pauly ist bereits in seinem Laden. Der sollte ja schon geöffnet haben. Irgendwie ist die Steuerung noch nicht so richtig. Nein. Ist mir etwas zu schnell. So ist besser. Da, das ist Pauly. Dem geben wir... Ups, Entschuldigung. So, jetzt haben wir 210 Münzen erhalten. Bei Pauly kann man Möbel kaufen. Die können wir natürlich auch selber herstellen. Das ist also nicht notwendig, hier was zu kaufen. Dieser Laden hier ist wichtig für mich, da man hier das Upgrade-Kit kaufen kann. Man findet es auch in der Höhle, in die wir allerdings noch nicht können. Ich glaube, das ist nur in dieser Höhle, in der man auch gegen Monster kämpfen muss und dafür sind wir noch so schwach. Ah, übrigens, ich habe mittlerweile etwas nachgesehen, was so die Attribute sind, die man, wenn man eine Frau wählt, die man heiraten möchte, was das so einem bringt. Allerdings sind jetzt die Vorteile... Bist du dumm? Die Vorteile sind nicht gravierend, also es ist egal welche, das man nimmt. Für mich jetzt. Daher werde ich nicht die gleiche nehmen, die ich in meiner privaten Session spiele, also die ich dort habe, sondern ich werde die Lehrerin als meine Auserwählte wählen. Toby is a troublemaker, no doubt about it, but he's creative and optimistic. I think he'll grow up to be someone great. Also mit ihr spielen kann ich momentan nicht, da sie in der Wand festhängt. Vielleicht, wenn ich rausgehe, dann sollte sie wieder rausgepackt sein. Also mit dieser Frau werde ich... Ah, sie ist immer noch da. Okay, egal. Mit dieser Frau werde ich dann halt jeden Tag einmal interagieren, vielleicht ihr ein Geschenk machen. Ich muss noch herausfinden, was sie so mag. Damit sie mich dann halt später mehr mag und ich mit ihr zusammenkommen kann. In meiner privaten Session spiele ich, also bin ich mit dieser Frau zusammen, mit Sonja.
Die gibt sofort, die gibt gar keine Attribute, wenn man mit ihr zusammen ist, außer ein Geschenk, also eine. Es ist möglich, dass sie morgens mal ein Geschenk für mich hat. Das ist allerdings, glaube ich, bei jeder Frau so. Bei anderen ist es nur so, dass sie noch mehr zu bieten haben, sage ich jetzt mal. How about the Planter Box? Das müssen wir auch noch machen. Die haben wir noch nicht gebaut. Also, für die Brücke brauchen wir Copper Pipes. Das ist für das Mittelstück und... Nein, das ist der Anfang. Das Mittelstück ist der Body. Okay, Hardwood Planks und Copper Pipes. Hardwood Planks können wir ebenfalls im Civil Cutter machen. Die Pipes im Grinder. Den Grinder besitzen wir, den Civil Cutter noch nicht. Okay, dann machen wir jetzt als nächstes den Civil Cutter. Dafür brauchen wir die Blades, die haben wir bereits. Stone Bricks. Kurz lautlos stellen. Die Stone Bricks, die können wir auch gleich herstellen. Haben wir sogar. Zumindest ein Teil davon. Hier braucht es wieder Holz, um nachzuproduzieren. Ah, den können wir gar noch nicht. Den? Auch nicht. Also wir sehen unten, ich habe schon 72 dieser Erze, das reicht für den Moment, glaube ich. Da muss ich nicht noch mehr farmen gehen. So, wir füllen das wieder auf, dann kann es weiter produzieren. Stein. Haben wir noch Stein? Ja, noch ein bisschen. Dann können wir die auch noch herstellen, dann produziert es wieder 8. Wir benötigen 5. Wir haben 2. Okay, die packe ich mir mal in die Kiste. Aber wir haben hier nochmal 2. Das heißt, wir brauchen nur noch 1. Und von den Copper Pipes brauchen wir... Die kann ich auch schon mal herstellen. 3 Stück. Stelle ich die auch mal her. Da füllen wir auch auf, damit wir etwas mehr Barren haben. Ja, Entschuldigung. So. Immer etwas Holz aufsammeln und die Steine, das kann man immer gebrauchen. Was brauche ich, um die Axt abzugraden? Bronzebarren und das Upgrade-Kit. Hier ebenfalls Bronzebarren. Ja, ich denke, wir brechen das hier mal ab. Stellen uns Bronzebarren her. Dann können wir eben die größeren Bäume fällen. Und auch die größeren Steine abbauen. Ups. Ich gehe jetzt noch kurz zum Doktor. Dann habe ich diese Mission auch abgeschlossen. Der
Er sollte irgendwo hier oben sein. Ich weiß, hier kann ich eine Quest abgeben, aber das... Ja, ich glaube, die möchte ich nicht abgeben. Ich gebe es ja den... ich spende es ja den Wissenschaftlern. Da ist der Arzt. Einen Moment. So. Da hat mein Bruder kurz angerufen. So, der Arzt ist hier. Bei der Klinik. Klinik, Klinik, Klinik. Hey, welcome to Bordia. I'm pretty much the only doctor around here, so come see me when you need to heal up or buy health items. Here, have these as a welcome gift. Hat er uns jetzt was geschenkt? Wir haben nichts erhalten. Das wird vermutlich noch ein Fehler sein, den sie hoffentlich fixen. Hier kann man noch upgraden. Hier haben wir einen Skillpunkt. Den setze ich gleich wieder in... Ich setze mal in die Leben. Dann kommen wir bald hier voran. Hier können wir Medizin kaufen für... Ja, ziemlich billig eigentlich. Dann sprechen wir noch schnell mit Phyllis. Dr. Shu is a great doctor. I'm studying under him to learn everything he can throw at me. One day, ich glaube, Phyllis wäre auch my own clinic. Phyllis wäre auch keine schlechte Wahl. Die kann einen, die gibt einem Rabatte für Akupunktur. Ja, wäre wirklich keine schlechte Wahl eigentlich. Komm schon. Jetzt geht's. Hey, geh weg! Ich sehe nicht, was sie spielt. So. Ja. Zwei Punkte. Sehr gut. Was könnte zum Beispiel ihr gefallen als Geschenk? Ich nehme an Blumen, das gefällt fast jede Frau. Was ist das? The Flying Pigs Guild Symbol. The Guild Headquarters in located in Lucian. The Guild is committed to the exploration of the world and the defense of the weak. It has fans everywhere. Flying Pig Skills, okay. Oh. Wenn es die wirklich gibt, das wäre super. Die Ringelschwänzchen. Okay. Mal auf die Map schauen, was wir noch tun können. Wir gehen noch zu Petra. Da können wir dann die Datadisk abgeben, die wir dabei haben. What do we have here? Oh, Datadisk. You know what it is? You want to know? This is actually related to how you can discover new diagrams for your workshop handbook. We rely on relic components from the past to build a lot of our current constructs. Many relics in this world are beyond our current understanding, and you won't be able to build them. Not even in 100 years. That's where this Datadisk comes in.
These data disks are located all around the world. They hold lots of useful information on the old relics. If you find any, give them to us and we'll help you research into these relics. The research effort will produce the diagrams that you need to build them. We're not miracle workers, so don't expect us to come up with things from scratch, but we do know a thing or two about how the components should fit together. Anyway, just remember that if you find any data disks, bring them to me, okay? Okay. Hier können wir Sachen zusammenbauen aus den Teilen, die wir aus der Höhle gefunden haben, zum Beispiel der Datadisk, der Old Talker. Diese zwei haben wir bereits. Wenn wir jetzt noch die Wählscheibe und den Hörer finden, können wir diesen Old Talker zusammenbauen. Ich weiß nicht, was das bringt, ich habe hier noch nie was gebaut. Vielleicht kriege ich die Teile ja mal zusammen. Fischerrute könnten wir auch noch herstellen. Ich weiß nicht, ob ich die Materialien alle besitze bereits. Ich kaufe mal eine von den mittleren und schenke sie der Nurse. Einfach mal um zu sehen, ob sie das mag oder ob sie es nicht mag. Man muss das halt ein bisschen rausfinden, weil eben ich will mich da nicht wirklich spoilern lassen. Ich möchte das selber herausfinden. Bei Sophia. Sonja. Bei Sonja weiß ich mittlerweile ein bisschen, was sie mag. Sie mag hauptsächlich die teuren Sachen. Aber ich möchte doch selber herausfinden, wem ich was schenken muss. Es gibt eine Webseite, die eigentlich schon alles, was man wissen muss, bereitstellt. So eine Art Wiki für das Spiel. Allerdings ist es etwas lame, das nachzuschauen. Wir schenken ihm mal diese Blumen. Und sie mag sie. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob wenn man ihr jeden Tag dieselben Dinge schenkt, ob das dann irgendwann mal abflacht. Das kann sein. Ich werde ihr jetzt halt diese Blumen ein paar Mal schenken. Die sind ja nicht so teuer. Ich denke, sie ist die bessere Wahl als die Lehrerin. Die gibt's eben, die gibt keine Vorteile und da hat man doch etwas. Eine Kiste. Mit einem Bild. Max Health plus 15. Das heißt, wenn ich es aufhänge in meinem Haus, dann haben wir etwas mehr Leben. So, mal schauen, wie weit die Produktion ist und ob wir die Angelroute herstellen können bereits. Ja, hier haben wir die Bricks. Für die Angelroute brauchen wir Copper Bar, das haben wir, Wild Cocoon und Wood. Okay, das ist nicht so schwer. Wild Cocoon erhält man, wenn man Bäume tritt. Da ist jetzt was runtergefahren. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die zu erhalten, die ich allerdings gerade vergessen habe.
Also irgendwie bei kleineren Bäumen oder bei Büschen, wenn man die abarbeitet, irgend sowas. Na, komm. So, dieser Baum gibt nichts mehr. Vielleicht die kleinen, kann man die auch treten? Nein. Vielleicht kommt das auch etwas auf die Jahreszeit an, das weiß ich gar nicht. Allerdings, die Früchte werde ich später auch noch bauen können, das ist gut, dass ich die schon sammle. Allerdings wäre es doch etwas schöner, die Kokons zu haben. Auch nicht. Ja, also offenbar gibt es die nicht bei den Bäumen. Also ich dachte wirklich, die gibt es bei den Bäumen. Ich wüsste nicht, woher ich die sonst bekommen soll. Na egal. Also wir können den Civil Cut noch herstellen. Jetzt können wir hier die Hardwood Planks machen, die wir allerdings nur bekommen, wenn wir die Axt upgraden. Noch ein Bronzebarren und das Upgrade gibt's. Den Bronzebarren haben wir. Okay. Dann beende ich diese Folge wieder. Diese Axt werde ich dann am nächsten Tag upgraden, dann muss ich das Upgrade Kit dann kaufen gehen. Das ist, sollte nicht so teuer sein. Ich glaube, dass Gold dafür besitze ich. Nee. Muss ich vielleicht noch etwas verkaufen. Aber dann werden wir die Axt upgraden. Dann kann ich das Hartholz abbauen. Und dann können wir unsere erste Brücke oder unseren ersten Brückenteil hier produzieren. Die Pipes können wir ja bereits. Und dann kann ich die Hardwood Planks ebenfalls. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben und ein Abonnent da lassen. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde mich freuen, oder ebenfalls freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet, wenn wir dann eben die Axt entwickeln und das erste Teil bauen. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.